Gonna throw this disc. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern kam mal wieder kein Video, weil ich den ganzen Tag gepennt habe, okay? Ich hoffe, ihr versteht das. Ich brauche auch einfach mal eine Pause von dem den wir uns hier täglich reinziehen. Und genau deswegen gucken wir uns jetzt mal wieder absolut verstörende und dumme Clips an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, diese Frau läuft hier durch die Straßen und wird währenddessen angemacht von irgendeinem Typen auf der Seite. Und ihr glaubt nicht, von wem sie angemacht wird. Arr, arr. Damn, das ist crazy. Ich habe echt mit jedem gerechnet, aber nicht mit dem kleinen Bruder hier. Das ist so unglaublich random, als sie die Kamera flippt und dieser Typ da ist. Das kam echt unerwartet. Und selbst wenn er es geschafft hätte, sie zu klären, dann würde das wahrscheinlich so aussehen, wenn sie sich küssen. Yo, sie trägt ihn einfach. Also ich weiß nicht wieso, aber das ist mit der goofigste Anblick, den es gibt. Einfach der Typ wird am Arsch gepackt und hochgenommen, als wäre er die Bitch. Oh ja, das ist wirklich, wirklich verrückt. Wie muss man sich dabei als Typ fühlen? Okay, und wir kommen von einem random Video in das andere random Video. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier passiert. Okay, alles klar. Das Huhn legt ganz zufällig da oben ein Ei und es rollt runter in die Pfanne von ihm. Yeah, natürlich. Und natürlich musst du es auch kochen, während noch die komplette Schale dran ist, oder? Dieses Video hat wirklich null Sinn. Danke, dass mir mal wieder wertvolle Sekunden von meiner Lebenszeit geraubt wurden. Okay, macht euch bereit für was Ehrenloses. Hier trifft ein Mädchen ihr Idol und sie ist seit klein auf ein Fan von dieser Frau hier und endlich schafft sie es, ihr etwas vorzusingen. Es war schon immer ihr Traum, denn sie hat damals mit dem Singen angefangen, nur wegen dieser Frau hier. Yo, das ist gottlos, Mann. Die Arme hat ihr ganzes Leben darauf gewartet, vor ihr zu singen. Und sie macht einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, das Fenster ganz langsam hoch. Yo, das ist wirklich das Endlevel an gottlos. Das arme Mädchen. Alle ihre Träume, Vorstellungen und Pläne für die Zukunft sind vor ihren Augen verpufft. Die wird nie wieder danach singen. Ja, schade würde ich mal sagen, ne? Und genauso würde ich auch mal schade sagen bei diesem Typen hier. Er war nämlich heute beim Tätowierer und wollte dieses Motiv auf seinem Oberarm haben. Und naja, mal schauen, wie der Tätowierer das so hinbekommen hat. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Mein Name ist Jeff. Bro, ist das ein Prank? Verarscht er dich? Kommt jetzt noch die Auflösung oder so? Yo, what the f***? Was ist das? Das sieht so... Ja... Ich habe keine Ahnung, Mann, was das sein soll. Bro, da wurde so hart verkackt, ich würde das zur Anzeige bringen, wenn das jemand mit meinem Arm machen würde. Der Bruder wollte das... Und hat das bekommen. Yo, der realisiert gerade auch so. Oh, Scheiße. Was habe ich da auf dem verfickten Arm? Was ist das für eine Scheiße? Yo, also ich will echt nichts sagen, ne? Aber das sieht echt Müll aus. Das sieht absolut verkackt aus, Bro. Dein kompletter Arm ist gefickt für den Rest deines Lebens. Ich würde Real Talk den Tätowierer anzeigen wegen Körperverletzung. Was hat er mit dir angestellt? Der hatte persönliches Problem mit dir. Okay, was ist da jetzt schon wieder passiert? Er wollte eigentlich nur diesen TikTok-Trend nachmachen, wo man nicht in dem Blickfeld der Kamera sein darf, wenn das Foto geschossen wird. Und jetzt hat er mal eben ganz kurz seine komplette Decke runtergeholt. Yo, wie konnte sowas passieren? Wieso muss es immer ausarten? Genau hier stelle ich mir wieder die gleiche Frage. Wieso muss es immer ausarten? Was ist der Grund? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was heute in dem Video hier passiert oder in allen Clips. Keine Ahnung, Mann. Kein Clip hat irgendwie richtig einen Sinn. Wieso wurde hier der verf***te
perfekte Truthahn genommen und auf ihn geworfen. Warum machen diese Leute das? Ich check's nicht. Lass das Essen doch Essen sein, Mann. Falls ihr mal zufällig vor der Polizei wegrennen müsst, ich habe den perfekten Trick gefunden, wie ihr den Polizisten entkommt. Macht's einfach so wie er hier. Ja, klasse. Da habt ihr es gesehen, was ihr tun müsst. Ich komme nicht drauf klar. Der macht einfach ein Rad und denkt, er hat jetzt die Cops ausgespielt. Was hat er sich dabei gedacht? Der hat wirklich gedacht, das ist es jetzt, ne? Er hat wirklich gedacht, das ist jetzt der Finisher-Move und er kommt einfach so da weg. Ja, hat ja gut geklappt. Nein, Spaß, hat nicht gut geklappt. Er wurde original 5 Sekunden später geschnappt. POV, your girlfriend leaving the dealership in her new BMW. Careful. Oh, das ist doch schön zu sehen. Sie hat gerade ihren Führerschein gemacht und jetzt erstmal direkt das erste Auto gekauft. Wow, das erste Auto ist auch einfach etwas Besonderes. Careful. Oh, ich will ja nichts sagen, aber... Women. Frau am Steuer, Ungeheuer. Aber bitte cancelt mich nicht, okay? Bitte cancelt mich nicht. Oh, wie? Wie? Wie konnte das schon wieder passieren? Das ist ja mal das größte L, was man taken kann. Sie macht gerade ihren Führerschein und verlässt den Autohändler in dem neuen Auto und crasht es noch auf dem Parkplatz. Oh mein Gott. Women. Ja gut, es ist halt einfach die Wahrheit. Okay, wer auch immer das hier war, ist ein absolut ekelhafter Schwanz. Yo, 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 stopp, 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 nein, 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 ich distanziere mich davon. Was soll denn das? Wie kommt man denn auf diese Idee, so ein TikTok zu machen, wo man sich da hinlegt? Bro, das ist absolut weird, Mann. Bro got stream sniped. Okay, macht euch bereit für den ekelhaftesten Angler der Welt. Er hat nämlich eine Unterwasserkamera aufgestellt, damit er den Fisch sehen kann, bevor er überhaupt angebissen hat. Oh, come on, come on, come on. Ja. Yo, das ist ehrenlos, Mann. Das ist wirklich Cheaten. Der Bruder hat einen Cheatcode in Real Life aktiviert. Ein dickes F an diesen Fisch hier, den sein Schicksal war vorbestimmt. Für ihn war es schon vorbei, bevor er es wusste. Und wo wir gerade schon so über Fische reden, ich habe hier jemanden gefunden, der bei einem Fischturnier gecheatet hat. Ähnlich so wie er hier. Nur bei diesem Turnier ging es darum, wer den größten und schwersten Fisch fängt. Yo, dabei gebastelt zu werden ist echt hardcore peinlich, Mann. Wer cheatet in einem Fischturnier? Wer macht sowas? Das ist ziemlich loserhaft, Mann. Das muss echt unangenehm sein. Vor all deinen Fischerkollegen, die sowas Großes von dir gehalten haben. Vor der gesamten Truppe, vor der gesamten Jury, vor dem gesamten Anglerverein wirst du gebastelt in 4K, dass du deinen Fisch mit irgendwelchen Metallkugeln prepared hast, damit der am meisten wiegt. Yo, das ist heftig, Mann. Da siegt mal wieder die Karma-Schelle. Lieferando, das ist euer bester Mitarbeiter mit seinen geknickten Knie und Fuß an Stange. Er wird sein Essen pünktlich... Hey, 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 ist rot, Mann, ist rot, komm zurück! Ja, okay, ich appreciate es, dass er sich so Mühe gibt und so und immer direkt ready ist und sogar bei Rot über die Ampel fährt. Aber wieso kommt mein Essen dann immer zu spät und zu kalt an? Nee, jetzt mal ernst, der Typ scheint krass zu sein. Aber trotzdem tut er mir leid, Mann, er ist in den falschen Job. Wieso strengst du dich an in so einem Job? Der Bruder riskiert da sein Leben und bekommt dann dafür, für diese heftige Aktion hier, 1 Euro Trinkgeld. Geil, Mann, da hätte ich ja richtig Lust auf den Job. Und es bringt auch nichts, dass er überpünktlich ist, weil wenn die Bestellung ein bisschen zu früh da ist, dann passiert sowas damit. Bro. Nein, oder? Der kleine Bastard da hinten hat nicht wirklich die Tüte aufgerissen und sich alles gesnackt. Das ist wirklich abgefuckt, Mann. Das ist wirklich abgefuckt. Was will man auch dagegen dann machen? Und kommen wir von Duisburg direkt rüber nach Frankfurt. Frankfurter Weisheiten. Facepalm. Bist du schon mal fremdgegangen? Ich war 2 Jahre Beziehung, aber ich bin nicht fremdgegangen. Wow, okay. Das Video startet ja schon mal positiv, ne? Sie ist noch nicht fremdgegangen. Das ist schon mal nice. Das ist schon mal wirklich wow für Frankfurt-Verhältnisse. Aber wir schauen mal weiter. Ich war 2 Jahre Beziehung, aber ich bin nicht fremdgegangen. Aber nach diesem Schluss, ich bin fremdgegangen. Ja gut, vergesst, was ich gesagt habe. Aber nach diesem Schluss, ich bin fremdgegangen.
Deine, du sagst, ich lebe jetzt mein Leben. Ja, normal. Was ist deine Lebenseinstellung? Was hast du dir so vorgenommen? Ja, so normal. Einfach so einmal sowas machen, fertig. Weißt du, aber wenn ich eine Beziehung fest habe, dann ich halte fest. Aber jetzt, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Ach so, ja, natürlich. Sag das doch gleich. Jetzt macht alles Sinn. Also erst bist du nie fremdgegangen, danach bist du fremdgegangen, dann bist du aber nicht fremdgegangen, aber dann bist du doch fremdgegangen, weil Fremdgehen gehört dazu, weil dann bist du frei, aber wenn du in einer Beziehung bist, dann bist du plötzlich nicht mehr fremdgegangen. Ach so, verstehe. Kennt ihr diese Automaten in solchen Spielezentren, wo man so die ganze Zeit Basketbälle wirft, um einen Rekord zu brechen, damit man einen Preis bekommt? Ja, und wenn die Jungs und ich da sind, sieht das so aus. Juve, había que batir el récord. Ja, Mann, der Typ hier hat die wichtige Aufgabe. Okay, jetzt übertreibt er. Tengo 30 años, boludo. 100, 100, estufa 100, 100. Ja, und damit herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen neuen Rekord hier. Ich will ja nichts sagen oder so, aber ich habe das Gefühl, dass die Jungs danach verhaftet wurden, weil sie das Ding manipulierten. Also wenn die dafür noch einen Preis bekommen haben, dann habe ich echt alles gesehen. Satisfying Glass Cutting. Oh ja, sowas Befriedigendes habe ich heute noch gebraucht. Nach dem ganzen Müll, den wir uns bis jetzt reingezogen haben. Satisfying Glass Cutting. Das war alles andere als befriedigend. Aber wisst ihr, was befriedigend ist? Wenn ihr jetzt einen Like auf diesem Video da lässt, ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.